Ja, es hat an den Aktienmärkten schon ganz schön gerumpelt heute, allerdings in unterschiedlicher Intensität. Ein Dow Jones etwa nur minus 0,4%, dagegen der Nasdaq fast 3% im Minus, auch der DAX deutlich über 2% im Minus, also ganz unterschiedlich, was da passiert. Aber warum geht es so bergab? Gibt es da eine Meldung? Gibt es einen auslösenden Grund? Und die Antwort ist eigentlich, nein, es ist schlichtweg so, dass die Märkte müde waren. Das hat man schon in den letzten Tagen gesehen nach diesen massiven Anstiegen. Das hat man vor allem an dem Kursverhalten von Apple und Amazon gesehen, die ja Bombenzahlen vorlegen. Die Aktien nachbörslich kurz gestiegen, dann aber gefallen. Das heißt, da war die beste aller Welten eingepreist. Grundsätzlich scheinen sich viele Investoren die Frage zu stellen, was soll denn jetzt noch besser werden? Es ist doch die beste aller Welten. Jetzt kann es ja fast nur noch schlechter werden. Und es hat sich so technisch ein bisschen angekündigt. Es dauert oft. Man zippelt hin, man zippelt her. Jetzt kommt mal diese Korrektur. Wie weit sie geht, das werden wir sehen. Aber schauen wir uns zunächst mal an, warum das nicht ganz aus heiterem Himmel kommt. Zunächst mal, warum ist der Markt so schwach? Hier die Frage. Growth has struggled all year. Also die Wachstumswerte, die sind schon jetzt seit Jahresbeginn eigentlich nicht mehr so richtig stark. Das hat man in vielerlei Hinsicht gesehen. Hier in der Mitte sehen Sie mal eine Grafik, die zeigt den Triple Q, also das maßgebliche Nasdaq ETF, zum Spider, zum S&P 500 ETF. Und hier sehen wir, da ist eine gewisse Schwäche erkennbar. Auch die Marktbreite hat beim Nasdaq nicht mehr gestimmt. Da hat der Nasdaq neue Allzeithochs gemacht, aber mehr als die Hälfte der Aktien sind negativ seit Jahresbeginn, sind gefallen. Also die Marktbreite stimmte nicht und jetzt ist derzeit kein Zentralbanker am Start wie Jerome Powell, der mal eben die Aktienmärkte rettet. Das kommt aber bestimmt noch. Gestern hatten wir ja einige Spezies, die gesagt haben, wir bleiben erstmal bei unserer Geldpolitik aus der Fed. Da werden wir nichts ändern. Aber hier sind noch mal Grafiken von heute Morgen, die ich gezeigt hatte im Videoausblick. Hier der Triple Q, also Nasdaq ETF, in dieser Schiebezone, Top-Bildung. Dann war die Frage, geht das nach oben raus oder geht es halt nach unten raus? Und der untere Graph, die untere Grafik über den SOX, also den Halbleiterindex, hat angedeutet, es könnte nach unten rausgehen, weil die Halbleiter, die Chip-Aktien, wenn man so will, schon schwach waren. Wir sehen heute dann Philadelphia Semiconductor Index fast 3% im Minus, Taiwan Semiconductor, viele, die hier richtig unter Druck sind, also der Halbleitersektor ist es, der hier die Tech-Werte mit nach unten zieht. Jetzt kommt das, was sich schon eben länger gezeigt hat oder es ein bisschen angekündigt hat. Das ist ja alles nicht dramatisch, vor allem nicht nach den Kursgewinnen, die wir in letzter Zeit hatten. Aber es ist nun mal eine Verschnaufpause. Und jetzt trifft das auf einen Markt, der natürlich komplett in eine Richtung unterwegs ist. Dazu gleich mehr. Was haben wir noch? Wir haben natürlich jetzt diese Flucht aus den großen Werten. Hier eine schöne Grafik von investing.com. Rotation out of tech, megacaps, drags down Nasdaq. Wir haben eine Tesla heute im Minus, die ja schlechte Nachrichten verkraften musste mit Grünheide. Nichts mehr Autoproduktion in 2021. Das ist bitte. Aber eben auch Apple, aber auch Amazon nach diesen Wunderzahlen eben nicht mehr stark. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Besonders hart trifft es jetzt Cathy Wood, Madame Ark, also die Eichendame, die ihre Schäfchen versucht in die Arche zu locken und alle anderen Tiere auch. Aber schauen wir uns mal ihre Top 10 Positionen an. Tesla minus 24%, da haben wir eine Baidu minus 40%, eine Zoom minus 46%. Heute Zahlen auch von TeamViewer zum Beispiel aus Deutschland, die Aktie abverkauft worden. Vieles ist heute abverkauft worden, auch aus dem Chipsektor, Infineon zum Beispiel. Aber wir sehen hier eben, da ist substanziell was nach unten gegangen. Das ist schon länger nicht mehr so toll gewesen und wir sehen, dass der ARK Innovation jetzt durchaus ein Problem hat. Das erste Mal, dass er durch seinen 200-Tages-Durchschnitt fällt, seit April letzten Jahres. Also da ist auch technisch ein bisschen ungemacht der Fall. Und Cathy Wood ist für mich ja das Paradebeispiel, wie man im Extrem diesen Markt spielen kann. Das geht gut, wenn der Markt eben so läuft, wie er sich das vorstellt, wenn sie diese ganzen Tech-Highflyer kauft und auch Unternehmen, die angeblich eine tolle Zukunft haben. Aber es geht eben schief, wenn dann mal eine Korrektur kommt und dann geht es besonders schief. Also das
so ein bisschen für mich die Achillesferse der Märkte. Wir haben Archegos gesehen, dieses Family Office, das explodiert ist. Ich will nicht sagen, dass Cathie Wood explodiert, aber sie hat immense Risiken, weil sie komplett in einer Richtung investiert ist. Das wird zu beachten sein. Insgesamt Margin Debt, die Hebelung also der Positionen, die ist so krass wie noch nie. Und das hat auf der Oberseite funktioniert. Das ist wie ein Beschleuniger. Das funktioniert auf der Oberseite beschleunigend, aber es funktioniert eben dann auch auf der Unterseite beschleunigend. Deswegen ist die Frage, wenn jetzt eine Korrektur mal ansteht, wie intensiv wird diese Korrektur? Eben durch den Margin Debt, da werden viele dann mal irgendwann Margin Calls bekommen, weil die Werte, die sie im Depot haben, hochgehebelt sind auf der einen Seite, aber dann auch besonders stark verlieren, weil sie vorher besonders stark gewonnen haben, eigentlich ein Naturgesetz. What goes up must come down, oder was nicht steigt, hat die Tendenz zu fallen, könnte man im Deutschen sagen. Jedenfalls ist das natürlich ein Beschleunigungseffekt. Und wenn wir uns hier mal einen Chart von Northman Trader anschauen, den Spider, also das maßgebliche S&P 500 ETF, dann sehen wir oben diese Unentschlossenheitskerzen, diese Schwächekerzen. Da war noch kein Druck nach unten, aber es hat sich so ein bisschen angekündigt und dann ist es passiert. Schauen wir uns mal diese Analogie an, die ich heute Morgen auch schon im Videoausblick gezeigt hatte, zwischen dem Zeitraum März 2009 bis April 2010 und jetzt eben März 2020, Beginn der Corona-Krise, April diesen Jahres, respektive Mai diesen Jahres. Damals genau identische Kursmuster, muss man fast sagen, und da kam dann mal eine Korrektur, die dann ein bisschen was rausgenommen hat, bevor dann wieder weitere Anstiege kamen. Durchaus denkbar, dass das ähnliche Muster oder das ähnliche Muster jetzt wiederkommen, dass sich die ganze Geschichte also wiederholt. All das ist also nicht besonders aufregend, nicht besonders krass, aber krass ist das, was wir eben seit November hier sehen, seit eben der Vakzingeschichte, seit der Impfstoffgeschichte, als BioNTech Pfizer am 9. November gemeldet haben, ja, wir haben einen Impfstoff und der hat eine große Wirksamkeit. Ich weiß nicht, ob Sie diese zahlreichen Aufwärtsgaps überhaupt noch zählen können. Es sind sehr, sehr, sehr viele und die Gaps haben ja meistens die Tendenz, irgendwann auch mal wieder geschlossen zu werden. Jetzt werden wir in diesem Hochhaus vielleicht die obersten zwei, drei Stockwerke schließen, sozusagen, was die Gaps betrifft. Alles andere als ein Wunder. Und die Amerikaner, ich hatte es schon öfter auch thematisiert, die Positionierung in den Aktienmärkten ist so hoch wie noch nie. 41% gab es noch nie. Also alle sind drin, alle glauben, das ist eine Einbahnstraße, das kann nur weiter nach oben gehen. Und die Kursentwicklung gab ihnen recht, hat sie bestätigt. Also geht das weiter. Ich sehe das immer in den Reaktionen auch auf meine Videos. Ja, hier Korrektur, das hast du schon so oft gesagt, es passiert nichts, stimmt, allerdings ist es eben so, es geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht und irgendwann trifft es dann eben auch diejenigen, die zu viel Risiko genommen haben, die zu hoch gehebelt sind, die immer glauben, dass das eine Einbahnstraße ist, aber jetzt ist eben diese Einbahnstraße ein bisschen aufgelöst, es wird jetzt insgesamt schwieriger, ja, wir haben die beste aller Welten, aber wir haben eben auch ein paar Bremsfaktoren, die jetzt am Horizont auftauchen und die will ich gleich zeigen. Wir haben zunächst mal ja dieses Auseinanderdriften, auch diese Grafik von heute Morgen, meine Damen und Herren, Videoausblick, zwischen den Central Bank Balance Sheets, also zwischen der Bilanzsummen der Notenbanken, der großen Notenbanken, und in dem S&P 500, wir sehen, das ist ja meistens ziemlich parallel gelaufen, seit Jahren im Grunde schon. Jetzt sind die Bilanzen der Notenbanken nicht mehr wirklich gestiegen, beziehungsweise nicht so deutlich gestiegen wie der S&P 500. Wahrscheinlich müssen wir jetzt diese Lücke einfach ein bisschen schließen, um hier wieder in den Gleichklang zu kommen. Und erstaunlich, und ich hatte das auch schon mal in einem vorherigen Video gezeigt, wir hatten in der letzten Woche sehr, sehr starke Abflüsse aus Aktien. Da hat man die ganze Geschichte umgeparkt, hat das Kapital von Großinvestoren ist rausgegangen aus den Aktienmärkten und man hat es in Geldmarktfonds gepackt. Investors, so hat es die Bank of America formuliert, Positioning for Inflation and Tapering. Und genau das sind die Bremsfaktoren. Die Märkte sehen am Horizont schon eben das Ende der ultralaxen Geldpolitik. Bei extrem guten Wirtschaftsdaten wird früher oder später die Frage aufkommen, wie könnt ihr dann noch $120 Milliarden pro Monat
in den Markt pumpen durch Anleihekäufe. Das wird nicht gut gehen, das wird nicht funktionieren. Dementsprechend sagen sich einige, ich bin lieber ein bisschen zu früh dran als zu spät dran. Und unten sehen wir die Grafik hier, nämlich die Anzahl der Tage, wo mehr als 95% der S&P 500 Aktien über ihrer 200-Tages-Linie handeln. Gab es noch nie, also Extremsituation. Jetzt sehen wir sozusagen, dass ein bisschen Luft entweicht, ein bisschen heiße Luft aus diesem Heißluftballon rauskommt. Nicht wirklich ein Wunder. Und einer der Belastungsfaktoren ist eben die Sorge vor Inflation und dass die Fed dann stärker auf die Bremse treten muss. Wir sehen hier die 5-Year Break-Evens, also die Inflationserwartungen machen ein neues Hoch bei 2,66%. Also hier das Thema, ja, da kann die ganze Geschichte nicht so weitergehen, da müssen die Renditen steigen, da müssen die Kapitalmarktzinsen steigen, das verknappt Liquidität tendenziell, das macht Kredite teurer, das sorgt dafür, dass eben die Märkte nicht mehr in Liquidität ersaufen und vielleicht war es die auslösende Meldung, man weiß es nicht, aber es passierte zeitgleich, wie Jim Bianco hier in einem Tweet zeigt, da gab es die Meldung, dass ein chinesisches Flugzeug die sogenannte Air Defense Identification Zone von Taiwan oder dort eingedrungen ist. Das ist also eine Luftüberwachungszone. Und da müssen Sie sich identifizieren, regelmäßig Ihre Kontaktdaten bekannt geben. All das ist nicht passiert. Ein Akt sozusagen der Unfreundlichkeit Chinas wiederum gegenüber Taiwan, eine Provokation auch gegenüber den USA. Ich hatte schon mehrfach gesagt, dass Xi Jinping wahrscheinlich versuchen wird, Taiwan irgendwie heimzuholen, wie es die Chinesen sehen. Das wäre dann die Krönung seines Lebenswerks. Dann wäre er Mao hoch 10. Dementsprechend wird er da nicht locker lassen. Jedenfalls sehen wir hier oben in der Grafik vom S&P 500, dass wir da mit Abstand die größte Kerze gesehen haben im S&P 500 der letzten Tage, wenn nicht gar Wochen, als diese Meldung kam. Wie gesagt, man suchte vielleicht einfach nur einen Anlass, eine Ausrede, weil der Markt müde war. Da brauchte man irgendwie einen Vorwand zu sagen, ach komm jetzt mal raus aus der Nummer, wir haben ja sehr, sehr gute Gewinne gemacht mit unseren Long-Positionen. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen die Chips vom Tisch zu nehmen vor dieser Gefahr, dieser Auseinandersetzung zwischen den USA und China. Die Thukydides-Falle, wie ein hervorragender Wissenschaftler gesagt hat. Also dieses Problem, eine dominierende Großmacht und dann kommt eine andere Großmacht, eine aufstrebende Großmacht, die den Platzhirschen in Frage stellt, seine dominante Position in Frage stellt, das ist normalerweise konfliktreich. Das geht nicht ohne ein gewisses Erdbeben. Und Henry Kissinger hat genau davor gewarnt, sagt, das ist die größte Gefahr unserer Zeit. Eben eine Konfrontation zwischen den USA und China und Taiwan ist sozusagen das, der Schauplatz dieser Auseinandersetzung. Deswegen ist das vielleicht die gefährlichste Zone der Welt, eben Taiwan, wo es einen nationalistischen Anspruch Chinas gibt auf der einen Seite und eine Schutzmacht, ein Patron, der sagt, wir haben Taiwan die Sicherheit garantiert. Wenn wir jetzt einfach zulassen würden, dass China sich Taiwan einverleibt, dann würden wir komplett unser Gesicht verlieren, wären bloßgestellt. Das kann nicht passieren. Das wäre ein absolutes Zeichen der Schwäche. Also werden die USA alles tun, damit Thailand sozusagen seine Unabhängigkeit behält. Die Chinesen werden alles tun, damit genau das nicht passiert. Das ist sozusagen der große Konflikt letztendlich unserer Zeit. Nochmal zurückkommen zu den Aktienmärkten. Wir sehen hier die sogenannten Junk Bond Yields, also die Renditen für hochriskante Unternehmensanleihen. Wir haben jetzt ein neues Tief gemacht, was die Spreads betrifft, also die Renditedifferenzen, die Risikoaufschläge gegenüber solch schlecht bonitären Unternehmensanleihen in Relation etwa zu US-Staatsanleihen. Normal ein Entspannungssignal für die Märkte, wenn wir da ein neues Allzeittief markieren, respektive ein Tief seit dem Jahr 2007. Das zeigt natürlich, dass die Investoren kaum mehr Risiken sehen, auch bei Firmen, die möglicherweise schon kurz vor der Insolvenz stehen. Aber was ich damit sagen will, für die Aktienmärkte wird es erst wirklich gefährlich, wenn wir hier sehen, dass die Risikoprämien massiv nach oben gehen, dass also die Investoren flüchten aus diesen Junk Bonds, weil sie sagen, oh, da ist wirklich eine Pleitewelle möglicherweise in Sicht, da muss ich raus. Das wäre die Ankündigung von wirklichem Ungemach für die Aktienmärkte. Soweit sind wir noch lange nicht. Aber das sei mal ein Hinweis, wann vielleicht die Alarmglocken läuten sollten, wann wirklich die Ampel auf Rot springt. Jetzt abschließend noch Bill Gates und Melinda
die wollen sich scheiden lassen. Ich hatte es heute Morgen schon thematisiert. Aber das Interessante ist, die haben 150 Milliarden an Wohlstand, an Vermögen. Und damit besitzen sie mehr als 100, als das BIP von 153 von 213 Staaten dieser Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Also wären die beiden ein Staat und hätten ein Bruttoinlandsprodukt mit ihrem Vermögen, dann wären sie unter den ersten 60 Staaten dieser Welt. Einfach unglaublich, unfassbar. Das zeigt so ein bisschen diese Verrücktheiten in dieser Welt. Die Ungleichverteilung von Fiat-Geld im Kryptobereich ist es ja noch viel krasser. Bei Bitcoin sind die Ungleichheiten, die Ungleichheit der Verteilung noch viel krasser als bei Fiat-Geld. Deswegen sehe ich auch darin zunächst mal keine Lösung für die Probleme, die sich aus dieser Ungleichverteilung ergeben. Also, wir sehen jetzt zunächst mal einen Rücksetzer. Die Gefahr besteht, dass die ganze Geschichte sich intensiviert, weil eben alle Welt auf einer Seite des Bootes sitzt, und wenn alle da auf einer Seite sitzen, dann fällt der erste ins Wasser und dann kullern die nächsten auch mit rein, dann kommen Margin Calls, die Leute sind hochgehebelt, sie sind alle in einer Richtung. Übergeordnet stimmt das Bild noch, wir haben nach wie vor die Notenbanken, die unterstützen, aber es könnte durchaus mal eine kräftigere Korrektur kommen, ohne dass die Welt untergeht, aber am Horizont tauchen eben schon die dunkleren Wolken auf, die heißen Tapering, die heißen Ende der ultralaxen Geldpolitik. Zumindest das, was man jetzt sehen kann. Vielleicht werden wir bald ein paar andere Wolken sehen, die wir vorher gar nicht auf dem Wetterradar hatten. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.